So, wir kommen zu einem Mann, der ist der... Er feiert... Dienst Zweitältester? Das kommt etwa hin. Wir sind nicht mehr ganz sicher. Er feiert entweder im Februar oder im März ebenfalls sein 15-jähriges Bühnenjubiläum. Das erfolgreichste Thurgauer Exportprodukt überhaupt. Einer meiner Lieblingspoeten. Ich freue mich immer, wenn er hier auf die Bühne kommt. Ich bin schon sehr gespannt, was er lesen wird und wie viel er lesen wird. Bitte macht ganz, ganz viel Lärm für den großartigen Ivo Engerler! Hallo? Im Ofen stinkt es nach Rauch. Ich habe heute im Holzofen Rauchgeruch festgestellt. Sofort habe ich alles Nötige unternommen, um Schlimmeres zu verhindern. Und ein anderer Text, da ist nichts Schlimmeres. Ein Elefant, so groß wie ein Kleintransporter, wurde von einem Lastwagen von A nach B transportiert. Als der Lastwagen einer roten Ampel anhielt, stieg der Elefant ungefragt aus und erleichterte sich auf offener Fahrbahn. Dann stieg der Elefant wieder ein, gerade noch bevor die Ampel auf grün wechselte. Der Chauffeur beobachtete die Szenerie im Rückspiegel seines Wagens und war seinerseits erleichtert, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Nichts Schlimmeres, aber schmerzhaft. Mein nächster Text. In einem sehr schmalen Korridor blieben zwei Menschen beim Kreuzen stecken und konnten sich nur unter Schmerzen befreien. Unter Schmerzen. Da habe ich noch einen Text, der heißt Schmerz verzehrt. Scherzend kullerte eine ältere, wohlbeleibte, gut gepolsterte Dame die steile Einkaufsstraße hinunter und riss Passanten mit, die ihr nahe standen. Die nächsten dieser Passanten hatten schmerzverzerrte Gesichter aus Mitgefühl dieses Anblicks wegen. Der nächste Text heißt Bricks, Anblicks. Ziegelsteine. Ein Bauer füllte seinen Stall mit Ziegelsteinen. Seine Kühe hat er hinausgejagt. Die Steine gaben zwar keine Milch, dafür konnte er etwa die tausendfache Anzahl halten. Die tausendfache Anzahl! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis andere meinem Beispiel folgen werden, sagte der Bauer. Nur eine Frage der Zeit. Nur eine Frage der Zeit. Mein nächster Text heißt Nur eine Frage der Zeit. Neulich habe ich im Kino den falschen Film angeschaut. Er dauerte 122 Minuten und war damit 11 Minuten länger als der Film, den ich mir eigentlich habe anschauen wollen. Wäre der falsche Film nicht auch inhaltlich total anders gewesen? Total. Ich hätte den Irrtum vielleicht gar nicht bemerkt. Ich meine, was sind schon 11 Minuten auf 122 Minuten? Sowas merkt man nicht. Keine Chance. Noch ein Text, der heißt, mein Fernseher ist ein Apparat. In meiner Stube wollte ich neue Gardinen montieren, damit sich das Fenster im Fernseher nicht spiegelt. Doch dann habe ich einfach noch etwas ferngeschaut. Noch ein Text, heißt Mehl. Fast ein Kilogramm feinstes Mehl habe ich verwendet, um das feinste Brot der Welt zu backen. Feinstes Wasser, reinste Backhefe. Oder bestes Salz braucht ich nicht. Nur Mehl. Nur Mehl. Nur Mehl. Noch ein Text zum Schluss, der ist der Lohn der Mühen. Nach einem langen, harten Arbeitstag kam Hans-Peter nach Hause und buk sich einen Kuchen. Nach einem langen und heißen Backprozess kam der Kuchen aus dem Ofen und sprach zu Hans-Peter:
Nach den ganzen Mühen willst du mich nun einfach essen? Wo bleibt da mein Lohn? In der Mühle des Mehls gequetscht. Hans-Peter. Ach, Kuchen, seufzte Hans-Peter. Kuchen. Und er nahm einen großen Biss. Aus Müllen. Einen großen Applaus für den großartigen Ivo Engeler. Hans-Peter. Liebe Jury. Jury. Backt eure Noten und zeigt sie uns in 5. 4. 3. 2. 1. Trommelwirbel. Tuschi. Jetzt. Okay, ich sehe hier ganz vorne eine 7,5. Ich sehe eine 7,8. Ich sehe aber für euch dort hinten eine 9,6. Der Thurgauer Fanblock ist zufrieden. Ich sehe aber auch eine 5,5. Sitzt da beim DJ-Pult. Und dann sehe ich hier vorne links noch eine 8,2 und das macht summa summarum 23,5 Punkte und euren Applaus für Ivo Engeler. Ja, das reicht allerdings auch momentan tatsächlich nicht mehr zur Finalqualifikation. Leider 0,1 Punkte. Oh, das ist ja haaresbreit. Ja. Zwei Leute haben wir noch, die ins Finale.